Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timberborn. Lange ist her die letzte Folge. Ich muss mal ganz kurz gucken, was haben wir denn gemacht? Ach ja, wir haben den Damm hier gebaut und die Pumpe aktiviert, die sogar auf voller Leistung läuft. Und jetzt hier langsam, aber sicher, das gesamte Gebiet hier befüllt. Okay, das heißt, der nächste Step wäre dann tatsächlich, sich mal um die Bewässerung der Felder zu kümmern. Schauen wir mal. Fangen wir mal an, indem wir... Na, wo ist denn Dynamit gewesen? Landschaftsgestaltung, genau. Und zwar, ich würde, glaube ich, erstmal boah, ist schwer zu sagen, ne? Oder ich würde mal hier was sprengen. Und dann gucken wir mal, wie weit hier der Grünstreifen ist und dann eventuell hier vorne nochmal, um das alles hier grün zu bekommen. Und von da aus gesehen, dann eventuell hier so lang. Aber noch nicht. Okay, da kommen die Roboter schon an. Die arbeiten zum Glück ja Tag und Nacht. Damit bekommen wir das relativ schnell hin. Dass wir uns da durchsprengen. Schneller als hier mit Sicherheit der See gefüllt ist. Sehr viel schneller, würde ich sogar sagen. Wir haben bisher nur ganz, ganz leichte Benetzung. Ich überlege gerade, so ein Höhenstandssensor wäre hier eigentlich ganz gut, aber wir kommen da einfach nicht dran, ne? Also ich hätte den ganz gerne hier. Aber da kommen wir nicht ohne weiteres dran. Müssen wir mal gucken, ob wir da später dann hier irgendwie so eine Treppe rumbauen, damit die dann hier reingehen können zum Schwimmen. Okay, ist das hier auch zu weit weg? Okay, ist auch zu weit weg. Das heißt, hier kommt erstmal nochmal eine Straße hin, die die Erreichbarkeit hier sicherstellt. So, hier läuft alles. Hier auch. Hier sind eine Menge arbeitslose Roboter, aber auch viele, die bald kaputt gehen, glaube ich, oder? Aber geht eigentlich. So viele sind gar nicht an ihrer Haltung. Ja, der hier geht ja bald kaputt. Aber ein paar können wir eventuell noch entsenden. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ja. So, wie viel Sprengstoff haben wir hier noch im Lager? Noch 11. 10. Ich hoffe, hier wird bald nachgeliefert. Weil wir importieren das ja. Aber wir müssen das natürlich auch gleichzeitig hier importieren. Das heißt, es wird von hier genommen oder vom Lager. Ach ja, und den Computer könnte ich auch mal einschalten. Jetzt, nachdem die Batterien alle wieder voll sind und die Flüsse fließen, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Ja, wir haben mehr als genug. Und sogar so viel, dass wir die Dinger hier wieder abschalten können.
Na, ich lass mal die beiden hier laufen. Dann gucken wir mal. Ich meine, die Pumpe braucht natürlich eine Menge Energie. Aber unser Kraftwerk produziert auch eine Menge Energie. Das passt soweit schon. So, ist hier schon ein bisschen... Boah, der Pegel ist kaum gestiegen. Nur das Ding hier ist zugewuchert. Und hier kommt langsam das Grün zurück. Okay, sprengen wir mal das. So. Tja, was machen wir jetzt? Eigentlich bräuchte ich an der Stelle jetzt erstmal genug Wasser im Reservoir. Ich versuche trotzdem mal ein bisschen was rauszulassen. Ist nicht super, das direkt wieder abzulassen, aber nur so, glaube ich, sieht man richtig, wie weit das hier später reicht. Okay, das sieht eigentlich sogar gut aus. Das sieht eigentlich sogar gut aus, aber ich würde dann trotzdem hier nochmal eine Reihe sprengen. Einfach auch, um die gesamte Wassermasse ein bisschen zu erhöhen. Dann machen wir das direkt hier an die Straße. Und gleichzeitig sagen wir, Ressourcen für Abriss markieren. So, der fängt schon mal an. Weil da kommen die neuen großen Felder hin. Ja, die eine Pumpe, wenn man mal guckt, wie langsam hier das Wasser fließt. Tut sich natürlich schwer. Aber eine zweite zu bauen sehe ich aktuell auch nicht. Das hier wird noch hier hochsteigen und das auch noch komplett überfluten hier. Da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Was wollte ich denn da eigentlich anbauen? Mais. Und Auberginen. Mais und Auberginen. Okay, ja. Das ist eigentlich ganz gut. So, die vier hier noch. Und dann sprengen wir hier auch nochmal. Hier sei die Frage, ob man da irgendwie was runterfließen lässt oder wie man das macht, dass hier der Pegel gehalten wird. Ich habe auch überlegt, oder ich habe auch gesagt, ich mache doch hier ein Wasserrad hin, aber wenn ich hier ein Wasserrad hin mache, das produziert einfach weniger Energie, als die Pumpe pumpt. Und vor allem so wenig wie die pumpt, brauchen wir eigentlich gar nicht erst anfangen, da ein Wasserrad zu installieren. Weil mehr als die hochpumpt, können wir ja auch wieder nicht runterpumpen, ne? Oder nicht rauslassen. Und dementsprechend ist das eine schwierige Situation. Okay. Ich denke, das ist fertig. Ihr seid alle eingesperrt. Ne, die können hier vorne rum. Aber ich möchte trotzdem noch hier irgendwie... zwei Wege hier rüber machen. Die hier können sogar weg. Einfach nur in der Mitte verbinden. Ich glaube, das reicht. Oh, hä? Habe ich da kein TNT platziert? Ach nee, das habe ich hier weggemacht, nur.
Dann können die dahin, sobald das alles fertig ist, die ganzen Treppen und dann hier auch den Wasserstandsanzeiger machen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Wasser rauslassen, damit es keine Komplettkatastrophe wird. So, probieren wir mal, wie lange das hier so hält. So, dann die Felder. Mais. Und Auberginen. So, Auberginen dauern ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist trotzdem jetzt schon mehr als genug. Mal gucken. Bauernhaus. Eins für Mais. Eins für Auberginen. Anpflanzen, anpflanzen. Noch eins für Mais. Noch eins für Auberginen. Nur die äußeren sind vor allem aufs Harvesten ausgelegt und die inneren vor allem aufs Anpflanzen. Dann machen wir das ruhig noch voll hier. Mais, Auberginen. So, dann sind das hier die neuen Felder. Und das Zeug muss ja verarbeitet werden. Und es wird verarbeitet auch in einer Lebensmittelverpackung. Algen, Mais, Auberginen. Ah ja, genau. Hier, habe ich sogar schon vorbereitet. Mais, Auberginen. Ist einfach nur noch kein Mais da. Rapsöl haben wir. Rohholz haben wir. Rohholz haben wir. Okay, das ist sogar schon vorbereitet. Und die Felder sind in einem guten Zustand, Fragezeichen. Ein bisschen zu klein vielleicht noch. Jetzt haben die Auberginen hier nochmal ein bisschen mehr Platz, was okay ist, weil ja, wie gesagt, der Mais schneller wächst. Aber von den Auberginen kommen auch mehr raus, also es ist eigentlich... Wieder egal, sind sogar die Auberginen ein bisschen besser. Dann machen wir das noch so. Mal gucken, ob die das mitmachen. Oh. Oh. Die
Die machen das so gar nicht mit. Okay, pass auf. Dann müssen wir es anders machen. So, die beiden sind jetzt Mais, Auberginen für Anpflanzen. Und das ist jetzt Mais und Auberginen. Ja, und dann lassen wir das aber auch auf Anpflanzen, dann passt das schon. Weil die dann hauptsächlich sich um den Bereich hier oben kümmern. Während die sich vor allem um den Bereich hier unten kümmern. Und bitte, nehmt doch das Zeug hier weg. Was soll denn das? So, Mais. Auberginen. Ah ja, das Abholen machen ja keine Roboter. Das heißt, wir müssen jetzt wieder auf den Tag warten. Aber schon sehr bald wird das hier fertig sein. Ups. Okay, die Magnikowurzeln und die Pilze sind noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Das sieht noch nicht so berauschend aus. Sag mal, kann man einer das hier wegmachen? Oder ist unser... Ach, unser Holzlager ist voll. Na gut, dann nicht. Dann löschen wir es halt. Okay. So gefallen mir die Felder. Und dann... Ja, Magnikowurzeln. Das ist das, was ich hier anbaue, ne? Wie sieht denn da die Versorgung aus? 3. Also eigentlich ist die Versorgung ganz okay, aber ist schon hart an der Grenze. Genauso Sojabohnen. Ja, lass mal die Magnikowurzeln auch noch outsourcen. Dafür... Müssen wir erstmal die beiden hier sprengen. So, Roboter schon am Start. Tatsächlich über eine Wasserpumpstation oder so. Das überschüssige Wasser wegpumpen, wenn ich das durchgehend laufen lasse. Mal, machen wir erstmal so. Wenn ich das hier auf 1,5 stelle,
Dann müsste, sobald das hier entsprechend da angekommen ist, der Überschuss mit der Förderrate von dem Teil. Jetzt müssen wir mal die Förderrate anschauen. Die Förderrate von der Wasserpumpe. Pumpt Wasser auf das Ende. Oh. Steht da nicht. Da müssen wir es rausfinden wahrscheinlich. Oder wenn wir es anklicken. Nee. Okay. Da müssen wir mal gucken, wie das dann wirklich ist. Wenn wir das so regeln. So. Die bauen hier weiter das Dynamit auf. Ja, immerhin ist hier schon ein bisschen... Ah, da haben wir jetzt die Anzeige. 0,44 und ab 1,51, 1,52 rum läuft es dann rüber. Das heißt, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Eine Menge Speicherkapazität, die hier in dem See vorhanden ist. Sogar sehr viel. Es kommt eine Dürre. Sowas in der Art habe ich schon befürchtet. Weil hier kommen natürlich immer Dürren, ne? In 3 Tagen schon. Ich schalte mal jetzt schon noch einen Motor an. Einfach um das weitere Entladen der Batterien hier zu reduzieren tagsüber. Nachts werden die sich wahrscheinlich laden. Was ist denn hier los? 70, 10. Sehr wärmlich. Ja. Müssen wir gucken. Der hier wird in der Dürre weiter hochpumpen, aber hier werden wir ein bisschen was runterlaufen lassen müssen. Das können wir jetzt auch schon machen. Ich stelle es mal auf 0,5. Damit ein bisschen was hier im See bleibt. Bei 0,5 haben wir eh gleich erreicht. Man sieht ja auch ganz gut, dass das hier nicht bis zum Ende reicht. Und das hier trocknet sonst hundertprozentig alles aus. Sobald es auch nur ein bisschen zurückgeht. Vom Gefühl her ist das besser, als würde man das hier irgendwie komisch anschließen. 1,5. So, jetzt müsste ja bald der Moment gekommen sein, an dem hier wieder weiter abgepumpt. Hier Wasser drüber läuft. 051, noch nicht, okay. Ich möchte es ungern komplett aufmachen. Wofür brauchen wir denn noch Science Points?
Danke dafür. Wohlbefinden. Oh, für Monumente auch. Ehrfurcht. 12.000. Flamme der Einheit. Monumente Arbeiter. Hier im Arbeiterdistrikt wäre das Monument der Arbeiter doch eigentlich ganz gut aufgehoben, oder? Und zwar genau auf diesem Hausdach. Da ist am meisten abgedeckt. Aber pausieren wir das mal. Jetzt bevor die Dürre ansteht. In einem Tag. ...0,54 und es läuft immer noch nicht rüber. Interessant. 0,55. In einem Tag ist Dürre. Das ist der Kohlrabi. Da sieht es, glaube ich, gut aus, ne? Ja, Kohlrabi haben wir mehr als genug. Ach, hier fermentierte Sojabohnen auch. Deshalb sind die okay. Raps auch. Ja, Pilze ist noch das Problem. Ah, hier fermentierte Wurzeln, aber das ist auch noch ein bisschen Problem. Beeren sind okay. Ja, ja, ja. Ich meine, wenn wir die hier umbauen auf Soja, so wie die, sollten wir das Problem gar nicht erst bekommen. Wird in 1,9 Tagen vertrocknen und in 0,8. Okay, ich riskiere es jetzt mal ein bisschen, weil ich sehen will, ab wann das hier drüber läuft. Ah, da ist ein kleiner Fehler. Vielleicht ist ab 0,6. Ich weiß nicht, ob wir das noch sehen werden. Hier könnte halt noch ein Kraftwerk hin, theoretisch. Ne? Ich meine, diese Laufwasserkraftwerke können viele stellen. Theoretisch. Sieht schon alles noch okay aus. Hier. Da fehlen noch Roboter. Warum hat denn der Distrikt die drei Roboter nicht? Und zwar vom Industrie. Ich habe das nie eingestellt. Oder wie? Zentrum soll immer mindestens drei Roboter haben. Okay. Das erklärt einiges. Die sind halt kaputt gegangen. 0,3 Tage. Es ist 0,6 und es läuft immer noch nicht über. Und die Dürre ist jetzt da. Okay, das heißt, ich mache hier mal die Schotten dicht. Aber hier lasse ich mal ein bisschen Wasser runter. Weil wir das jetzt hier am dringendsten brauchen. Das war zu viel. Das war Verschwendung. Aber das war gar nicht so viel.
Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Die Batterien entladen sich extrem schnell. Na, ich denke, wir müssen das hier mal pausieren. Ja, die entladen sich so schon immens schnell. Wir haben da eigentlich gar keine richtige Chance gegen. Die Roboterproduktion könnten wir mal einstellen. Ja, jetzt ist schon besser. Ah ja, und den Computer auch. Eine von den Zahnradfabriken. Gut, jetzt ist eh Nacht. Hier reicht es zum Laden. Ich glaube, Zahnräder können wir sogar beide erstmal ausmachen. Mit Papier aus. Das ist eigentlich auch gut, ne? Aber ich weiß auch nicht so recht. Machen wir mal die zweite Schmelzerei noch aus. Ich glaube, dann passt's. Vorerst. Laufen die eigentlich schon? Haben die schon mal was gemacht? Algenrationen. Algen, Pilze. Oh, hier fehlen eine Menge Lagerhäuser, merke ich gerade. Wobei, die sind nur zwei breit, ne? Hier kann ich den Befehl... Kann ich den Befehl zurücknehmen? Ja. So. Hier steht das Wasser, das ist gut. Was waren das für Dinger? Maniko-Wurzeln, okay. Da muss ich mir überlegen, wie viel wir davon anbauen. Aber ich denke, das ist eine Geschichte für die nächste Folge. Von dem her würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bis dann und tschüss.